Das Derby steigt erst am Sonntag. Doch schon am Donnerstagmorgen ging es beim FC-Training aggressiv zur Sache. Es ist vielleicht sogar etwas zu viel Einsatz, den die FC-Profis zeigen. Martin Lani kommt im Zweikampf gegen Lukas Podolski zu spät, tritt dem Publikumsliebling auf den Fuß. Der revanchiert sich mit einem Kung-Fu-Tritt gegen die Brust und schreit Lanik an. Poldi musste kurz danach wegen einer Schürfwunde am Knöchel die Einheit vorzeitig beenden. Am Ende gaben sich die beiden aber wieder die Hand. Bleibt zu hoffen, dass sich die FC-Kicker auch am Sonntag in der Bay-Arena so einsatzfreudig zeigen. Dann gilt aber auch, keine übertriebene Härte.